Gummo, Ich bin sehr nackt, ich darf das leider nicht tun. raus aus den Federn! Nee, die Men's Heaven Sauna erwartet. Jawohl, ich werde mich noch frisch machen und dann geht's ab. Für mal übrigens meinen Boden. Das musste ich alles abräumen, weil ich nachts immer aushole und ich hätte den kompletten Nachttisch abgeräumt, deswegen habe ich vorgesorgt. Ich hoffe, ich habe dir eine reingegeben heute Nacht. Das Frühstück gibt es natürlich von Lidl. Sponsert uns bitte mein Frühstück. Warum ist das so weit unten? Ne? Hey, oh, Lul. Film den Mulm im See. Oi, das ist wirklich sehr unangenehm. Die Farbe dieses Teichs. Jedenfalls wollten wir eigentlich noch Montana Black belästigen. Der Mann hat leider einen sehr eng gestrickten Terminplan. Deswegen ist es jetzt bisher noch nichts geworden. Vielleicht wird es ja morgen was. Da wäre ich auch bereit, Merch zu erwerben. Das ist keine Merch, das ist eine Marke. Ei. Und der Gurkensohn ist jetzt gerade noch bei Jasmin Ritter. Hat morgen vielleicht auch nochmal die eine oder andere Minute Zeit. So ein Gurkenwettessen wäre eigentlich mal eine feine Sache. Ich würde auch mal wieder eine Gurke verspeisen. Na komm, weiter, die Böse. Es kommt, es wird kommen. Jawohl. Nicht aufhören. Ich hab einen Tennisarm. Warum nie? Es ist verstopft. Viele Ratten. Wir haben gerade den echten Ringer Arnos getroffen. Eine Legende aus dem Swag Mob. Statement zu diesem Mann? Ich bin überwältigt. Also der Ursprung aller Schönheiten, die dieser Mann hier auf Video bringt, entstammt aus diesem Samen. Riecht sehr nach Wurst. Mir fällt gerade ein, dass ich euch heute, glaube ich, noch nicht mal dazu aufgefordert habe, mehr Merch zu kaufen. Ich denke, ich muss nicht mehr zu sagen. Das ist kein Merch. Das ist eine Marke. Unbedingt eine Karte, ich raste aus. Ey, der Mann muss unbedingt wieder auf die Games kommen. Ist alles nicht so einfach. Ein gesunder Snack für zwischendurch ist essentiell für das Wohlbefinden von Geist und Körper. Ich habe das gefunden, das gehört mir nicht. Ich habe die unendliche Ehre, den echten MC Bilal zu treffen. Free Barkeeper. Wie bitte? Free Barkeeper. Ei, ja, wir können keine Blockhütten im Wald errichten und da was anschreiben und daran denken, dass irgendjemand sich dahin verläuft. Das ist, glaube ich, nicht der richtige Ort, um sowas zu schreiben. Oh. Nein, die tägliche Portion Feinstes. Huuuun. Ich muss wirklich mal sagen, im Westen gibt es um einiges schönere Präsentationen von Technik und sowas. Es ist wirklich sehr angenehm, hier durchzulaufen. Junge, guckt euch mal diese professionellen Kameras an, Alter. Das macht mich einfach nur geil. Grüße gehen raus an Herr Ramgürkchen und die eBay-Kleinanzeigen-Gemeinde. Kauft auf jeden Fall mehr Drohnen und fliegt damit durch die Herbertstraße. Kannst du die mir bitte finanzieren, geliebter Onkel? Ja, ich frage mal kurz meinen Papa an. Wir haben jetzt hier noch einen kleinen Treff angekündigt. Ja, dieser herrliche Dieselgeruch. Ich bin ja gespannt, ob hier jemand erscheint. Ja, mein Pfand wurde gerade geraubt. Vielen Mastdarm für die Brühe. Darf ich ihr Maul zeigen? Sicher. Ein schöner Mann. Ey, fast so schön wie du. Grüße gehen raus in den Schänder. Ich habe seinen Produzenten getroffen. Wann kommt der nächste Schadensbericht? Im Sommer. Das ist wirklich eine Ehre. Für mich auch. Morlock-Dilemma, Alter. Hast dich gut gemacht. Danke. Du auch. Hey, vielen Dank für die Alu-Spenden und
Die Kupferspenden, das sehen wir zum Bier. Ich finde dauernd Bier, ich weiß nicht, was jetzt passiert. Das macht mich immer glücklich. Ey, jetzt haben sich doch noch stabile und ehrenwerte Menschen hier eingefunden. Ich muss sagen, er sieht aus wie so ein Komakast, nur als Westdeutsch. Der westliche Komakast. Ja. Ey. Nur noch eine Cap oder so. Ey, vielen, vielen Dank für diese ehrenwerten Getränke. Du bist wie ein guter Mann. Gekauft bei Seife. Das ist das beste Leben. Ich habe mir das richtig ausgesucht. Danke, Papa. Hey. Hey. So, wir werden jetzt zur Schanze pilgern und dann nochmal Cider für 50 Cent in rauen Mengen erwerben. Und dann geht's, wahrscheinlich zur Reeperbahn. 50 Cent eine Dose. Im Rewe wurde feinster Federweise in rauen Menge gekauft. Dieser Mann hat mich überzeugt, zwei Flaschen anstatt einer zu holen. Zwei Flaschen sind immer besser als eine. Oh, Lul. Und was ist bei dir? Ich habe die Flasche gefunden und werde sie nun zurück zum seinen Besitzer bringen. Los, die Schwein! Gib doch her! So, jetzt gibt's zur Abwechslung mal eine Flasche Federroter. Und ich habe den Superfahrer gezwungen, eine Flasche Effekt mit Wodka Energy zu nehmen, anstatt einen normalen Effekt. Statement dazu? Der Pegel muss oben bleiben, weil wenn es nach unten geht, dann geht es nach unten. Reisenwort. Willkommen der Wirt! Ja, je! Wir haben so ein Scheißal! Arbeiten. Hey! Denn ich bin selbstständig! Ich bin auch selbstständig und zwar selbstständiger Schichtarbeiter. Also ich bin selbsthändig. Wir müssen ganz dringend nach Dresden-Hüchmeier! Max! Bernhard, Bernhard! Hallo! Guten Tag! Kauf mir Merch! Kamera! Es klappt nicht so. Mach mal einen Wheelie da. Das ist mir noch vor. Junge, das ist Rührgeld. Ey, oh nee. Ey, Junge. Das ist der Lifestyle. Ey. Der Stadtfest geht weiter. Ich hoffe, der Wagen löst sich und wir sterben qualvoll. Oh nee! Steig nicht in den Box oder einfach nur festhalten. Oh nee, Alter! Oh Junge, nein! Es ist nichts! Oh, ich kotze! Was? Oh Junge, Hilfe! Das war das Schlimmste, was ich jemals erlebt habe, Alter! Während wir mit dem Ding gefahren sind, gibt es hier eine Polizeikontrolle für den Rest der Gang, Alter. Ja, ich sag nichts dazu. Alles richtig gemacht. Huhn! Das Huhn. Fall nicht runter. Wegen dem alten Sack. Statement zur Kontrolle?
Ja, für den Arsch, weißt du so, Digga. Für den Arsch, für den Arsch. Wir haben die Erfolge verdient. Da wir einfach. Alter, als Maul. Wir haben die Erfolge verdient, da wir einfach nur ein cooler Typ waren. Also von in diesem komischen Dancer. Wir haben noch eine Sonne. Alter, wir sind drei Runden am Stück gefahren, diesem scheiß Dancer. Ich brauch's so. Es lebe der Döner. Ich möchte mich hiermit massiv über den Service des Burger Kings an der Reeperbahn beschweren. Der Kassierer wollte meine 1,99 €, die passend gelegt und gezahlt wurden, nicht akzeptieren. Das hat mich sehr gekränkt, als langjährigen Stammkunden. So, wir sind jetzt zu zweit. Wir haben wunderbare Menschen heute kennengelernt, muss ich ehrlich sagen. Wir haben viele, viele Stunden und viele, viele Euros in der 99-Cent-Bar verloren. Das KFC hat leider schon zu, der Späti hat auch schon zu. Moment, Moment, Moment. Ich habe eine wunderschöne Rose für dich. Oh ja, was ist dein abschließendes Statement zu diesem wirklich unvergesslichen Abend? Also der Suffpegel war sehr hoch, der Spaß war doppelt so hoch. Dieser Scheiß aus dem Burger King, Alter, ich knock den aus.